Im Juli 1939 musste die jüdische Unternehmerfamilie Mandelbaum unter dem Druck der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft ihre Heimatstadt Wien fluchtartig verlassen. Da sich dieses Vertriebenwerden heuer zum 80. Mal jährt, führt der Verein Welt und Co., der seinen Vereinssitz unter dem Namen Kunstraum Ewigkeitsgasse in der ehemaligen Heimatgasse des Schriftstellers Frederik Morten hat, eine Retrospektive über sein Leben und seinen Werdegang durch. Nach der Flucht der Familie konnte sich Fritz Mandelbaum in den USA unter seinem neuen Namen Frederik Morten erstaunlich rasch als Autor etablieren. Zu seinen bekanntesten Werken gehören die Rothschilds und der Roman Ewigkeitsgasse, der das Leben der jüdischen Community im Wien der Wechseljahre vom 19. in das 20. Jahrhundert beschreibt. Im Rahmen des Projekts Zeitprägungen werden Künstler, Wegbegleiter und Vertreter des öffentlichen Lebens, die mit Frederik Morten über Jahre hinweg verbunden waren, in den Kunstraum Ewigkeitsgasse eingeladen, sich den Themen Flucht, Heimat, Vertriebensein, Fremde künstlerisch anzunehmen und ihr persönliches Verhältnis zum Menschen und Schriftsteller Frederik Morten zu definieren. Die Zeitprägungen wurden am 10. Mai eröffnet und werden bis zum 5. Oktober andauern. Der erste Beitrag ist die nachfolgende Dokumentation eines Gedenkabends für Frederik Morten, aufgenommen einen Tag nach dem Tod des Autors in Wien. Seit vielen Jahren schon kann ich die Fabrik nicht mehr anhalten. Gleichgültig welcher Teil der Woche, welche Tageszeit, die Fabrik rattert weiter, unaufhörlich, unantastbar. Sie rattert in großen Metallhallen, in Einkaufszentren, am Abend vor dem Haus, in den Pfeifenrauch unserer Sommergespräche, auf Autobahnen und um die Familientafel. Nichts bleibt verschont. Nicht der Schatten unter dem Zedernbaum, nicht die Ritze einer Küchenschabe in der West End Avenue. Sie dröhnt weiter, dröhnt in mir und durch mich hindurch, durch Mittagessen, durch Spaziergänge und Träume. Gleichmäßig, ohne Unterlass. Niemand kann sie anhalten. Doch es war einmal eine Zeit, in der wir sie anhielten, mein Vater und ich. An jedem Samstagnachmittag. Die Fabrik ist alt, fast 6000 Jahre. Eine Zeit lang arbeitete jedoch meine Familie in einer leichteren Schicht. Einige Generationen lang lebten wir in einem jüdischen Dorf namens Dunaserdahel in der Slowakei. Um uns herum spuckte die große Mühle epochale Ereignisse aus. In Dunaserdahel lebten wir in einer Weise, von der wir nicht wussten, dass sie provinziell genannt wird. Wir betrieben ein Gasthaus, fütterten die Gänse, machten Heu, sangen im Gebetshaus, weinten auf dem Friedhof, tanzten an Festtagen, strengten uns nie genug an, um einen Rabbi hervorzubringen, gossen uns süßen Wein ein, schliefen in hohen Betten, aßen koscher von hölzernen Tellern, betrogen und prahlten, nicht mehr als notwendig war, und dankten dem Kaiser, dass er uns die Kosaken vom Leibe hielt. Eines Tages riss das Heulen der Sirene das alles auseinander. Eines Tages um 1880 gellte die Sirene durch Dunaserdahel. Wir wachten auf und entdeckten, dass wir klein waren und weit weg von allem. Sogar unsere Uhren begannen vor Ungeduld zu stottern. Tick, tack, tick,
tack, wurde tick tick tack tick tick tack tick tick tack tick tack tack. Die Sirene schrillte Unrast in die Luft, ein wachsendes Verlangen nach etwas Größerem. Das Gemütliche versank im Morast in Donnerseiter hell. Das Vertraute wurde eng. Die Sirene heulte. Sie riss uns in einen dritte Klasseabteil eines Zuges in Richtung Wien. Sie trieb uns in eine Kellerwohnung in der Hauptstadt. Hier erlernten wir die Fabrik neu. Wir lernten Messing zu drehen und Eisen zu verarbeiten. Wir werkten und entwarfen und kamen über die Kellerwohnung hinaus. Wir sparten und investierten und bauten die Wände und das Dach unserer Fabrik. Wir machten tausende Uhrketten und hunderttausende Schuhnägel. Wir kauften kaiserliche Kriegsanleihen, wir trugen Zylinder und seidene Hauben. Der Kaiser starb. Der Krieg zerbrach die Monarchie. Die Anleihen waren unrettbar verloren, wie viele der Soldaten. Wir waren ärmer, aber nicht ganz arm. Und unsere Fabrik ratterte weiter. Die Fabrik ratterte weiter in die Republik mit geborgtem Geld. Wir machten Manschettenknöpfe und Schuhlöffel. Wir trugen Filzhüte und Tock. Mein Roller hatte einen Tachometer mit Chromrahmen. Wir waren wieder größer geworden. Wir würden noch größer werden, sobald wir einen modernen Rabbi hervorbrachten, einen Arzt. Die Fabrik ratterte weiter. Wir strengten uns an. Vergeblich. Das Hakenkreuz kam über die Stadt. Einige von uns wurden in Güterzüge geschaufelt, andere drängelten sich ins letzte Flugzeug. Und die ganze Zeit stampfte die Fabrik, die ich heute nicht mehr anhalten kann. Wir kamen nach New York, in das Kernland der Fabrik. Wir machten eine Perlmutterwerkstatt auf und eine Goldschmiede. Auf neuem Boden passten wir uns an, schwitzend, dem schärferen Tempo der Fabrik an. Wir heirateten und vermehrten uns, gingen in Pension und starben, immer begleitet vom Heulen der Sirene, von ihrem Verlangen nach etwas Größerem. Wir schlossen die Werkstatt und gingen in akademische Berufe, um nun endlich den Doktorhut tragen zu können. Wir kämpften uns nach oben zur ordentlichen Professur und kamen über ablehnende Briefe von Harper's Magazine hinweg. Wir schöpften den Traum aus und wurden von ihm betrogen. Wir stellten Kindermädchen ein, trugen Blue Jeans und Blazer, erstickten im Müll und schrieben ein Buch, von dem 8000 Stück in der Woche verkauft wurden, und wankten täglich voll mit Thorazin zu unserem Analytiker. Wir schafften es, beinahe. Wir wussten, es gab einen Weg, es hinzukriegen. Es stand uns bis hier. Wir hielten es aus. Wir kämpften uns durch Scheidung und Bankrott und kamen durch, um Haaresbreite, und schwitzten weiter. Warum? Weil die Fabrik machte und macht. Ich kann sie nicht mehr an Samstagen anhalten, wie ich es einmal konnte, in Wien, mit meinem Vater. Die Fabrik, diese Maschine, die rattert und rattert. Eine andere Maschine, die Herzmaschine, ist gestern stehen geblieben. Und deswegen bleibt dieser Sessel heute leer. John Sass und Frederick Morton. Was haben die gemeinsam? Mehr, als man glauben möchte. Fragt man sich auch, ist das Zufall? Der Frage können wir jetzt nur teilweise nachgehen, aber wir wollen das versuchen. John kommt aus New York, aus Harlem. Frederick aus Otterkring. Der eine schwarz, der andere weiß. Der eine auf Einladung nach Österreich, der andere vertrieben auf der Flucht nach New York, nach Generation B, Generation A. Er sprach Deutsch, schrieb dann Englisch. Er sprach Englisch und spricht heute sehr gut Deutsch. John, ja. Du hast eine neue Heimat gefunden. Hast du dich fremd gefühlt zu Beginn in den 80er Jahren? Du wurdest ja eingeladen, vom Wiener Art Orchester nach Wien zu kommen. Du bist ein hervorragender Tuba-Spieler. Du hattest gerade in Boston ein Vorspielen für dich gewonnen. Du wärst auf dem Weg in ein großes Orchester eingeladen worden, aber du bist dieser Einladung des Wiener Art Orchester nach Wien gefolgt. Ja, zuerst, es war ein Bauchgefühl, wegen meiner Entscheidung, nach Wien zu kommen, überhaupt. Ich habe ein Probespiel gewonnen, mein letztes Jahr in Boston Universität. Und es war für Boston Symphony, zweite Tuba.
Ich habe mich entschieden, aus einem Bauchgefühl nach Europa, nach Österreich zu kommen. Erst wie du gesagt hast, ich war 1980, bin ich zuerst eingeladen zu Vienna-Artikest. Ich war ungefähr 18 Jahre alt. So, die ersten Tage in Wien. Ich muss erst sagen, ich war fresh from Harlem. Ich habe in Harlem gewohnt. Ich muss auch sagen, noch dazu, ich war vorbereitet, mein Universitätsstudium zu machen in Boston. Das war geplant, ich habe das geschafft. Und es war im Sommer, ich glaube Sommer 1980 ungefähr. Ich habe ein Ticket nach Wien bekommen, ich bin hier, eigentlich, ich habe gewohnt auf der Wienzelle mit einem guten Freund, immer noch heute, Wolfgang Puschnick. Ich glaube, Sie kennen sehr viele Leute kennen. Und ich bin in New York und ich habe versucht, allein meinen Weg zu finden in der Stadt, ein bisschen so allein zu gehen. Und ich war in der U-Bahn damals. Und ich bin gestanden im Eck und es war sowieso eine neue Erfahrung, ganz neue Welt. Und die erste Erfahrung für mich, was wo ich kann sagen, es war unangenehm, waren eine Art, wie die Menschen haben auf mich gestarren, nicht geschaut, gestarren. Und für mich von New York, die Augensprache ist anders als in Österreich. Es ist überall in der ganzen Welt so, glaube ich. Und ich habe diese Augen nicht verstehen können. Es war in U-Bahn, ich stehe im Eck und die Leute haben mich geschaut mit einem so einem Blick. Ich habe nicht gewusst, ob ich Angst haben soll. Und ich habe meinem Freund Puschnick gesagt, Wolfgang, what's wrong with the people? Why are they staring? Er hat gesagt, die sind nur neugierig. Und es war eine schöne, perfekte Erfahrung mit ihm gemeinsam, wobei er ist mit mir gefahren in U-Bahn zusammen. Er hat das selber erfahren mit mir, hat es gesehen. Er hat es nie vorher erfahren. Warum soll er das vorher so was waren? Und er hat beim Aussteigen vom U-Bahn er hat gesagt, John, ich weiß, was du meinst. Es ist nicht nur Neugierigkeit. Es ist nicht zu sagen, dass keine Neugierigkeit existiert. Aber jetzt heute, ich kann schon ausdrucken meine Impressionen von dieser Blick. Es war Angst, Neugierigkeit. Was ist das? Fremdheit, glaube ich. Ja, Fremdheit. Einfach große was Fremdheit. Fremd. Okay, jetzt das. Hast du dich dann auch als Fremder hier gefühlt, empfunden? Du konntest dann noch nicht Deutsch, die Musikwelt war dein Zuhause. Die Erfahrungen des Angestarrtwerdens, haben die diese Fremde in dir bestärkt oder hast du dich nicht so gefühlt? Ich muss sagen, zuerst, ich als Mensch, meine eigene Einstellung für Erfahrungen, und ich habe es entdeckt, dass ich bin ein Humanist. Und ich habe entdeckt, damals, ich habe schon Beurteilungen gemacht, aber es war nicht so schlimm. Aber ein bisschen später hat sich ergeben eine Erfahrung im Kontext einer Reise mit Vienna Art Orchestra, wobei wir waren auf Tournee. Und diese Geschichte hat schon die Zeitungen getroffen, später. Es war jemand hat angerufen auf, ich glaube, es war die österreichische Schweizer Grenze, dass Wiener Orchester hat irgendeine Art von Drogen mit dabei. Und das hat nicht gestimmt. Die haben die
Polizisten sind gekommen, oder Control Officers sind reingekommen und haben gesagt, wir sollen alles rausnehmen von dem Bus. Alles. Haben wir das getan und die haben uns körperlich kontrolliert. Es war etwas illegal. Was hat passiert damals mit einer Frau von unserer Gruppe? Wobei ich glaube, es waren Männer dabei, wo es hat sich nicht passieren sollen. Jemand hat etwas zu mir gesagt in dem Abend. Und ich habe das nicht registriert, ich habe das nicht hören können, weil mein Deutsch war, ich habe das nicht so gut verstehen können. Wir hätten diesen Abend ein Konzert mit Vinatorchester. Es war abgesagt. Am nächsten Tag, eigentlich das Konzert war geplant für am nächsten Tag, am Nachmittag. Das ist eine komische Zeit, aber es war die Wahrheit. Am nächsten Tag beim Soundcheck mit Vinatorchester, die Sängerin, amerikanische Sängerin in der Gruppe, hat mich gefragt, John, bist du okay? Ich habe gesagt, ja, ja. Und warum? Weil weißt du, was gestern passiert ist? Nein, ja, well, ja, wir haben diese große Problem. Oh, jemand hat zu dir Scheißneger gesagt. Ich habe das nicht registriert am Tag davor. In dem Moment war ich verletzt, weil, obwohl die Erfahrungen davor, es war eigentlich nach 3 Jahren ungefähr meine Erfahrung in Österreich, obwohl ich war schon länger ab und zu in Österreich, und ich habe, als wie ich habe gesagt vorher, ich bin ein Humanist. Irgendwie mit meinen Freundschaften, ich habe trotzdem ein Vertrauen gehabt mit Freunden. Ich habe nicht viele Freunde gehabt, aber dieses Vertrauen habe ich gebraucht, weil ich habe keine Unterstützungsgruppe. Ich war wahrscheinlich einer von den einzigen Afroamerikanern in Wien überhaupt, als Art Farmer und ein paar andere Muskeln. Aber dieser Ding, das hat mich wirklich getroffen, weil es war... Ich habe schon geweint damals. Deine erste Wohnung war hier in der Ecke, stimmt das? Ich habe eine Wohnung gekauft, hier an der Ecke. Es ist auf die Payergasse. Es ist dieses gelbe Haus gegenüber, dieses Straße, wo dieses Restaurant steht. Interessanterweise habe ich entdeckt von Alfred, dass meine Wohnung steht direkt gegenüber von der Geburtswohnung von Morten. Da gibt es aber noch eine Geschichte. Frederick Mortons Wohnung war in Harlem. Ja, in dieser Wohnung. Ist ganz in der Nähe. Ja, wo ich aufgewachsen bin. Also in Harlem seid ihr euch wahrscheinlich nie begegnet. Überhaupt nicht. In der Bayergasse auch nicht. Nein, nein. Aber es gibt im Leben, es gibt eine Zeit für alles. Wir haben uns vor 4, 5 Monaten uns erstes Mal kennengelernt. Oh, sein letztes Mal in Wien. Ungefähr 5 Monate. Ihr habt jedenfalls beide einen Prozess durchmachen müssen. Ihr seid in ein Land gekommen, dessen Sprache ihr nicht könnt. Du hattest einen Beruf, Frederick Morton musste sich einen Beruf erarbeiten. Er war dann auch zuerst Bäcker, bevor er Autor geworden ist. Wie war das für dich, das Erobern dieses fremden Terrains? Wir sprechen heute von Integration, das ist so ein Schlagwort geworden. Das war damals noch nicht so modern wie heute, aber es ist natürlich eine Notwendigkeit für einen selbst. Ja, man kommt in eine fremde Kultur, man fragt sich, okay, so wer bin ich jetzt hier in diesem neuen Verein? Wo ist meine Rolle? Wie war das für dich, dieser Prozess? Meine persönliche Meinung von Integration ist, dass Integration kann in einer gesunden Art funktionieren, wenn man von beiden Seiten etwas reinbringt auf den Tisch. Es ist eine Logik dahinter für mich auch. Auf der anderen Seite ist die Erfahrung in Amerika. Als Afroamerikaner. Ich bin in Harlem aufgewachsen, in einer Zeit, wo das Civil Rights Movement ist entstanden. Und ich erinnere mich zum Beispiel, wenn Malcolm X, Martin Luther King war getötet. Eigentlich
es ist weniger als eine Kilometer von meinem Haus. Ich erinnere mich, wenn Malcolm X war getötet, wie es war in Harlem. Es war Wahnsinn. Aber, where was I in the point? The question was about your being not familiar, being fremd. Und in Integration, das Punkt von Integration. Ich habe bemerkt in Amerika, obwohl Integration war ein interessanter Experiment, es hat eigentlich, es war nicht unbedingt erfolgreich. Es war schon positive Aspekte, wo weiße und schwarze Leute haben sich zusammengekommen. Aber zum Beispiel, ein Musiker hat mich gefragt, wie ist es in New York? Spielen die schwarze Musiker und weiße Musiker zusammen? Jazz? Eher nicht. Es passiert, aber es ist eher nicht. Also du sprichst aber jetzt von den 80ern? Von der, oder ist es davor? Ah, das war vor 15 Jahren, diese Frage war. Die Frage war vor 15 Jahren. Ja, ungefähr. Aber grundsätzlich um das Thema von Integration. In Amerika, ich finde, dass Integration für die Afroamerikaner, es ist sehr komplex, dieses Thema, sehr komplex. Martin Luther King, seine Philosophie, Love, the love and non-violent. Gewaltlosigkeit. Finde ich es sehr gesund und positiv. Aber schau, was passiert heute in Amerika. Mit der afroamerikanischen Male zum Beispiel. Ich glaube, seit 2015 habe ich gehört, dass ungefähr 200 bis 300 Afroamerikaner waren getötet von Polizisten, wobei die haben keine Waffe gehabt. Wenn man in Statistik, wenn ich das richtig gehört habe. So, das Schwarz-Weiß-Problem ist ein riesen Integration in Österreich. Ich habe gesagt, ich habe keine Unterstützungsgruppe hier, ich habe keinen Afroamerikaner, wo ich mit denen Schwierigkeiten ausreden kann. Aber ich habe Freunde gehabt und das war okay, das war gut genug. Ich meine, vom Integration, ich habe bemerkt, auch musikalisch, ich war involviert in meinem Career in Österreich mit Wiener Philharmonic Musiker, Wiener Symphonic Musiker, immer noch heute, mit der Top Jazz Musiker und auch in Volksmusik, in den verschiedenen musikalischen Gesellschaften war ich beschäftigt. Vielleicht nur ganz kurz dazu, bist da angekommen und du hast relativ schnell Fuß gefasst in deinem Beruf. Mhm. Du hast in so ziemlich allen namhaften Orchestern seit deiner Ankunft hier mitmusiziert, wurdest eingeladen, mit ihnen zu musizieren. Das heißt wirklich eine Palette von der Volksmusik bis zur Klassik, vom Jazz bis zu literarisch-musikalischen Performances der ganz eigenwilligen Art. Also du hattest schon ein bisschen auch ein Zuhause, aber überhaupt in diesem breiten Spektrum fähig sein, musizieren zu können, ist nicht unbedingt jedermanns Sache. Das macht keinen Musiker besser oder schlechter. Das ist eine besondere eigene Begabung, die man aber in sich vielleicht auch suchen muss, denn ihm nicht nur passiert. Und ich erinnere mich in einem Gespräch, das wir hatten, wir haben über Geschichte gesprochen. Mhm. Und da habe ich erwähnt, dass in einem Gespräch mit Frederick er gesagt hat, wie wichtig es Geschichte ist, zu begreifen und auch die Dinge auszusprechen und dass man sie in einem Kontext sehen muss. Mhm. Dann haben wir über Geschichtsbücher gesprochen. Mhm. Also ich bin eine Generation, das werden viele hier im Raum wissen, wo gewisse Zeiten des letzten Jahrhunderts ausgespart geblieben sind, bis auf 2 DIN A4 Seiten und bitte keine Fragen an die Schüler und Schülerinnen. Das hat sich Gott sei Dank in diesem Punkt sehr verändert, aber dennoch ist es das Geschichtsbuch, das von
Experten aus diesem Land geschrieben wurde. Mhm. Geschichtsbücher in Amerika beschäftigen sich mit den Afroamerikanern ausschließlich aus der US-amerikanischen Perspektive. Das heißt, was hast du eigentlich gelernt über dich selbst? Was wusstest du, als du nach Europa kamst? Well. Ja, wir stammen von einem Land, wo es ist ein Dschungel, Affen und bla 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 bla. Aber wenn man schaut, es war interessant, meine Erfahrung hier in Österreich, diese besondere Situation für einen Afroamerikaner, besonders im Sinn von Diversität, von Erfahrungen. Zum Beispiel ein Blick auf meine Situation, wo ich war in diese verschiedenen musikalischen Gesellschaften. Auf einmal, ich habe gecheckt, mag ich das? Tue ich das so leicht? Das ist, ich war fasziniert um mir selber. Und ich habe auch nicht gewusst, wer ich war, vom der Aspekt von Geschichte, vom Hintergrund, vom Hinter. Der holistische Bild von der Geschichte. Und dann habe ich angefangen, Research, vor Jahren, um Afrocentric History. Holistic. Ich habe in der Weltgeschichte angeschaut, nicht nur Eurocentric Geschichte, Weltgeschichte. Und habe ich entdeckt sehr viel um die, von der Vergangenheit, von der Afrikaner überhaupt. Es ist ein Wahnsinn, wie alt ihre Geschichte ist, was sie haben kreiert. Nicht, ich meine, weit vor den Pyramiden. Okay, und dann ist mir aufgefallen, ein Ding, was hat mir sehr stark getroffen. Es ist, was ich glaube, ist es ein Punkt, was steht hinter der Mystik in Religionen und von der Geschichte her. Und es ist ein African-Spruch sozusagen, dass wir als Menschen sind eine Expression von dem Universum in Transit zurück. Es hat mich, ich habe das gespürt, sehr stark hinein. Und seit diesem Moment, meine Wahrnehmung, Perspektiven, hat sich geändert. Alles. Ich weiß nicht, ob das Sinn hat. Kannst du mich folgen? Was ich glaube schon, dass ich dir folgen kann. Also, du hast einfach auf der Suche nach deinen Wurzeln begonnen, dich auch mit deinem Kontinent zu beschäftigen, von dem du eigentlich viel zu wenig wusstest. Mhm. Mit deinem Volk, sage ich jetzt mal im Weitesten, mit deiner Ethnie, Verzeihung. Woher komme ich eigentlich? Mhm. Und darin sehr viele Bilder auch gefunden. Bilder, die man vielleicht gar nicht mit Worten so gut formulieren kann. Du suchst da nach Worten, aber du hast viele Bilder. Ja, zum Beispiel, ich habe entdeckt, die Afrikaner, die haben Informationen, oder die werden ausgebildet und die denken sehr oft mit Bildern. Und ich habe schon entdeckt, ich tue das auch so. Und sehr stark. Und ich bin zu einem Bild gekommen. Das ist ein Thema, wir haben diskutiert mit Alfred. Es geht um Blasen, Bubbles. Ich sehe in der ganzen Welt Bubbles. Die Wahrnehmung überall in der ganzen Welt ist relativ zu den Erfahrungen und Informationen, wo es steht in den verschiedenen, zum Beispiel Wien oder Otterkring. Es gibt, wir sagen Wien, es gibt ein Bubble, aber über Österreich und verstehe, was ich meine? Gerade Blasen über der Stadt, über dem Land, über den Kontinenten, überall ist Blasen, werden immer mehr, immer höher, immer mehr. Da drin ist Realität. Die Realität und die Realitäten sind unterschiedlich. Überall, das ist faszinierend. Du bist in der glücklichen Lage, ja zwei Heimaten zu haben. Die eine ist sicherlich die musikalische, die eine wie ein Skelett einem helfen kann, das wie eine Rückendeckung ist, wie eine Unterstützungstruppe. Mhm. Ja? Mhm.
Und hier in Österreich fühlst du dich wohl, du strahlst. Wenn immer man dich anspricht über Wien, du hast deine Punkte hier und da, aber du sagst, es geht mir hier sehr gut. Ja, ja. Dir geht es hier sehr gut. Ja. Siehst du da Unterschiede oder sagst du, nein, es ist besser geworden? Die Fremdenfeindlichkeit ist eine andere geworden. Menschen sind informierter, Menschen sind bewusster, Menschen stellen mehr Fragen, Menschen stellen sich mehr miteinander, also setzen sich mehr miteinander auseinander. Wir haben eine Diskussionskultur entwickelt. Ja, ich sehe manchmal Taxifahrer, ich kenne schon ein paar, und die erzählen ein bisschen von ihren eigenen Erfahrungen. Und für denen ist es viel schwieriger, als es war für mich. Ich sehe das, dass es passiert so. Es gibt Probleme, aber gleichzeitig finde ich, es gibt progressive Aspekte. Ich bin nicht unbedingt bewusst von alles, was passiert in Österreich. In einem positiven Sinn, sozial, für die Sozialisierung von den Menschen. Aber alles braucht Zeit. Die Dinge brauchen Zeit, finde ich. Und ich glaube, es gibt gewisse Themen, so wie Rassismus. Ich finde, das kann sich viel erleichtern, wenn die Menschen reden miteinander. Es ist so sehr viel Tabu. Über das immer noch, findest du? Es ist leichter. Es ist schon leichter heute. Aber wo ein Problem gibt, ich finde, dass es muss diskutiert, zum Beispiel in Amerika, mit den African-Amerikanern und überhaupt ihre Probleme. Ich finde, Dialog ist sehr wichtig in Amerika. Dialog ist der, ja, was kann man umsonst tun? Man kann wie soll ich sagen? People create rules and this, and you can always change this. But in fact, the rules are often created with certain agendas, which don't also necessarily. Menschen always entwickeln Regeln und die sind auch ganz richtig und wichtig, aber sorry, then the last sentence was? Yeah, I mean, it's just the rules Regeln, in a certain what? Die haben manchmal, es gibt eine Agenda damit, wo es jemand wird entweder profitieren oder irgendetwas, wo es nicht wirklich hilfreich ist. Mhm. Aber ich glaube, im Grunde genommen, Dialog ist sehr wichtig. Menschen muss reden. So wie auch ihr beide gesprochen habt. Und genau, ihr wart in vielen Punkten euch sehr einig, vor allem in einem Punkt und den war leider bei eurem Gespräch nicht dabei. Ich hätte es dreimal unterstrichen und gesagt, ja, Geschichtsunterricht, mhm. Geschichtsunterricht. Viele Rufzeichen dahinter. Und wenn man sich mit der eigenen Geschichte und der Geschichte der anderen versucht auseinanderzusetzen, man kann ja nicht alles verstehen, ist ja viel zu viel, aber man kann zumindest versuchen, es zu verstehen. Mhm. Und durch den Dialog wird man nicht nur bereichert, sondern man kann vielleicht Verständnis aufbringen, denn selbst wenn wir uns lieben, wir beide, die größte Liebe, wenn wir einander nicht erkennen würden, wer wir sind, könnten wir uns nicht lieben. Ja, das stimmt. Die Sehnsucht der Verschmelzung treibt uns ja gelegentlich dorthin, ob in der Liebe oder in der Freundschaft, dass man gar nicht weiß, wer das Gegenüber ist. Mhm. Und die Gefahr auch besteht, dass man sich selbst verliert. Und diesen Satz fand ich auch von dir so wunderbar. Für mich in Österreich zu sein, bedeutet, mich hundertprozentig zu integrieren, ohne mich dabei zu vergessen oder zu verleugnen. Mhm. Fand ich einen wunderschönen Satz von dir. Und ich weiß, du hast die Tuba mitgebracht. Ja. Mm-hmm.
Danke. Fucking. Das ist ein Buch, das sich nicht nur wegen seines Titels mehr als 60.000 Mal verkauft hat. Mit Monster legt Kurt Palm nun eine Art Fortsetzung vor, die aber auch eigenständig gelesen und verstanden werden kann. Monster ist eine Politgroteske, eine Krimisatire und auch eine Liebesgeschichte. Zu den Protagonisten gehören ein lesbisches Vampirpärchen genauso wie ein Monster im Rottensee oder ein Asylwerber. Ich habe das riesige Privileg, muss ich sagen, dass ich als Autor gewissermaßen in einer sehr ungefährlichen Form Rache nehmen kann an diesen Leuten, die dieses Klima in Österreich vergiften. Und ja, man kann jetzt sagen, okay, du könntest ja auch Revolution anzetteln, aber da bin ich schon zu alt dazu vielleicht. Ja. Nkwangu lächelte erleichtert und wandte sich wieder der Egusi-Soup zu. Sobald die ersten Zutaten im Topf waren, setzte er sich an den Tisch und versuchte, die Wörter zu entziffern, die ihm sein Landsmann Chukwuma auf einen Zettel geschrieben hatte. Allein essen ist wie allein sterben. Immer wieder las er dieses nigerianische Sprichwort, aber es fiel ihm schwer, sich die Wörter zu merken. Die deutsche Sprache war ihm genauso fremd wie die ägyptischen Hieroglyphen. Zur Not würde er den Zettel zur Hand nehmen, wenn die Innenministerin mit ihm und seinen Kindern Egusi-Soup aß. Ayesha stand neben ihm und beobachtete ihren Vater dabei, wie er mit dem Finger die Wörter entlang fuhr. Anikulapo saß am Boden und versuchte mit einem Bleistift Buchstaben auf die Haut seines Beins zu kratzen. Nkwangu glaubte, das Wort Yi für Mutter zu erkennen. Er hatte seinem Sohn den Namen Anikulapo gegeben, weil er ein großer Bewunderer des nigerianischen Musikers Fela Anikulapo Kutil war. Wenn er daran dachte, wie er zu Hause in Zagawa mit seiner Frau Bulama diese Musik gehört hatte, stiegen ihm fast die Tränen in die Augen. Aber Nkwangu musste stark sein, er griff nach seinem Amulett, das an einem Lederband um seinen Hals hing, und dachte nach. In dem Beutel, den er wie seinen Augapfel hütete, befanden sich die Pfote einer Meerkatze, getrocknete Bambara-Erdnüsse, ein Stück Schlangenhaut, Yambohnen und zwei Krallen eines Flughunds. Nkwangu leerte den Inhalt des Beutels auf den Tisch und betrachtete eingehend die Fetische. Er schloss die Augen und murmelte eine Beschwörungsformel. Seine Kinder hörten die Worte Sorumbulu und Kachayanga. Bei den Kanuri hieß das Neujahrsfest Sorumbulu, das Fest des vollen Bauchs, und einen vollen Bauch wünschte er auch seinen Kindern von ganzem Herzen. Und Kachayanga war eine fieberhafte Entzündung des Rachens und des Kehlkopfes, an der seine Frau gerade erkrankt war, als sie von Boko Haram-Kämpfern entführt wurde. Wenn es ihm gelänge, die magischen Kräfte des Flughundes auf sich zu übertragen, dann würde er womöglich in der Lage sein, jene bösen Geister zu vertreiben, die ihn und seine Familie schon so lange quälten. Nkwangu hätte auch beten können, aber die Traditionen seines Clans und die Verbindung zu seinen Ahnen waren ihm wichtiger als die christliche Glaubenslehre. Als sie auf ihrer Odyssee in der Stadt Agadez in Niger gestrandet waren, wo sie 3 Wochen lang mit 15 anderen Flüchtlingen 3 Zimmer teilen mussten, hatten einige Frauen den ganzen Tag gebetet, nachdem sie auf der Flucht von ihren Ehemännern getrennt worden waren. Sie hofften, durch ihre Gebete Gott gnädig zu stimmen, aber Gott ließ sich nicht gnädig stimmen und keiner der Ehemänner war je wieder aufgetaucht. Die Frauen hatten dann ihre Reise ohne sie fortsetzen müssen. Was aus ihnen geworden war, wusste Nkwangu nicht, aber nach allem, was er in Niger und vor allem in Libyen gehört hatte, wollte er es auch gar nicht wissen.
Nkwangu zögerte kurz, ehe er die Krallen des Flughundes in den Topf mit der Egusi-Suppe gab. Dabei passierte ihm das Missgeschick, dass auch die winzige Pfote der Meerkatze in den Topf fiel. Da die Meerkatze aber zu den 12 himmlischen Zeichen des Tierkreises gehörte und ein göttliches Wesen darstellte, würden er und seine Kinder von der Egusi-Suppe nichts essen dürfen. Was für Nkwangu insofern ein Glück war, als sich auf den Krallen des Flughundes noch getrocknete Fleischreste befanden, in denen Millionen von Ebola-Viren nur darauf warteten, endlich zum Leben erweckt zu werden. Beim Schreiben, beziehungsweise jetzt, wenn man das fertige Buch liest, ja, dann ist es ganz klar, dass es sozusagen Sympathieträgerinnen gibt, und das, ich sage eben Trägerinnen, weil das sind in erster Linie eigentlich die Frauen. Also das sind die sympathischsten. Auf jeden Fall in dem Buch, ja. Aber unbeabsichtigt, also das ist sozusagen nicht jetzt von mir konzipiert gewesen, aber die beiden tschetschenischen Vampirinnen, die mag ich sehr, sehr gern. Und ich weiß nicht, wann mir die Idee gekommen ist, aber die muss man kurz erklären, die kommen also aus Tschetschenien an den Rottensee, um Rache zu nehmen an einem Menschenhändler. Und sie töten den Menschenhändler, aber das Ganze wird ein bisschen vertuscht, weil dieser Menschenhändler Beziehungen hatte zu Spitzen der Politik, also das ist jetzt nicht so wichtig. Und sie brauchen aber einen bestimmten Zeitpunkt wieder Blut. Und da gibt es diesen reichen Investor, ein junger, fescher, dynamischer Investor, so wie man sie ja aus Österreich kennt, der hat das halbe Land aufgekauft. Und es gibt von Karl Marx im Kapital diese Beschreibung, dass das Kapital verstorbene Arbeit ist, dass sich vampirmäßig belebt durch die Einsaugung lebendiger Arbeit. Und ich finde, das ist, und der schreibt auch noch vom Werwolfsheißhunger des Kapitals, also Marx hat damals die gesamte Vampirliteratur studiert, und ich finde dieses Bild genial. Und die Szene, die hat mir einen unglaublichen Spaß gemacht zu schreiben, wie der Typ glaubt, dass er die beiden jetzt, der ist ja der reiche Investor und Filmproduzent, und der sieht die beiden Statistinnen, die unglaublich dünn sind, aber unglaublich faszinierend aussehen, und er lädt sie zu sich nach Hause ein, um mit ihnen ins Bett zu gehen. Sie wissen natürlich genau, was er vorhat, und während er da auf seinem weißen Laken liegt, wird diese Szene beschrieben, und das ist wirklich sehr, sehr, sehr toll, wenn der dann da liegt. Und dann gibt es noch die Szene, dann holen sie die Geflügelschere aus der Küche, schneiden ihm. Im Februar 2018 hielten sich meine Frau und ich für mehrere Wochen im Dorf Sitsindini an der Wild Coast in Südafrika auf. Wir wohnten in einer der dort üblichen Rundhütten aus Lehm, die eine Aussteigerin aus Durban an uns vermietet hatte. Unser Verbindungsmann zu den Bewohnern von Sitsindini hieß Bongo Naku, weil er einer der wenigen im Dorf war, die Englisch konnten. Wie fast überall an der Wild Coast wurde auch in Sitsindini Isikossa gesprochen. Isikossa ist eine wunderschöne Sprache mit vielen Klicklauten, die allerdings sehr schwer zu lernen ist. Bongo Naku versuchte uns ein paar Grundbegriffe beizubringen, aber die einzigen Wörter, die wir beherrschten, waren Bitte, Danke, Brot und Fisch. Kurz vor unserer geplanten Abreise Ende Februar setzten um Sitsindini plötzlich heftige Regenfälle und Stürme ein. Es waren die gefürchteten Unwetter, die vom Meer kamen. Not good, sagte Bongo Naku, als er die schwarzen Wolken sah, die sich über dem Meer zusammenbrauten. Bereits nach dem zweiten Regentag war die einzige Schotterstraße, die Sitsindini mit der Außenwelt verband, unpassier geworden. Die nächsten zwei Wochen saßen wir sozusagen in der Falle, und ich nutzte die Zeit, um weiter an meinem Roman zu schreiben, auch wenn die äußeren Umstände alles andere als angenehm waren. Aber immerhin erklärte sich unsere Nachbarin Tombi bereit, für uns einen großen Laib Kossa-Brot zu backen,
mit dem wir eine Woche über die Runden kamen. Und nachdem es im einzigen Spassa der Umgebung Kartoffeln, Eier und Erbsenkonserven gab, war unser Überleben gesichert. Am 3. März besuchte uns Bongo Naku, um uns mitzuteilen, dass für den Abend ein schweres Gewitter vorausgesagt wurde. Er gab uns den dringenden Rat, das Haus nicht zu verlassen und Kerzen bereitzuhalten, weil mit Stromausfall zu rechnen war. In den Tagen vor dem Unwetter hatte ich das Kapitel über das Schicksal Abayomi Nkwongos und seiner Kinder beendet und ich hatte das Gefühl, dass dieser Abschnitt richtig gut geworden war. Lange Zeit wusste ich nicht, wie es mit Nkwongo und seinen Kindern weitergehen sollte, bis ich endlich die Lösung gefunden hatte. Als am Abend des 3. März das Unwetter einsetzte, dachte ich zunächst, Bongo Naku hätte maßlos übertrieben. 3 Stunden später dachte ich das nicht mehr. Blitze zerrissen die Dunkelheit und aus den zerfetzten Wolken ergossen sich Wassermassen, die von einem orkanartigen Sturm horizontal über das Land gepeitscht wurden. Obwohl es draußen stürmte, schien sich das Unwetter über Sitsindeni festgesetzt zu haben. Je länger das Gewitter dauerte, desto näher kamen die Blitze und schön langsam bekamen wir es mit der Angst zu tun. Gegen 21 Uhr wurde es plötzlich still und wir dachten schon, das Unwetter wäre abgezogen. Ich öffnete die Tür, um nachzusehen, ob der Sturm an der Hütte irgendwelche Schäden angerichtet hätte. Als ein Donnerschlag ertönte, der so klang, als hätten sich mehrere Donnerschläge zu einem gewaltigen Donner vereint. Sofort ging ich wieder in die Hütte zurück und in dem Augenblick, in dem ich die Tür schloss, schlug neben mir ein Blitz ein. Für den Bruchteil einer Sekunde war mir, als hätte ich das Bewusstsein verloren. Meine Frau behauptete später, mein Kopf wäre von einem Heiligenschein umgeben gewesen. Wir waren wie erstarrt, weil wir nicht wussten, was als nächstes passieren würde. Wie lange wir in dieser Position verharrten, kann ich nicht sagen, aber etwa eine halbe Stunde später zog das Unwetter tatsächlich ab und als Verehrer der heiligen Maria betete ich im Stillen ein "Gegrüßet seist du, Maria". Als ich am nächsten Tag mein iPad öffnete, war das Dokument mit dem Namen Nkwongos Schicksal verschwunden. Ich dachte zuerst, dass ich es möglicherweise unter einem anderen Namen oder vielleicht als PDF-Dokument unter iBooks oder unter Fotos abgespeichert hätte, aber dem war nicht so. So sehr ich auf meinem iPad auch suchte, das Dokument war nicht mehr zu finden. Ich war deprimiert, weil ich sehr lange an diesem Kapitel geschrieben hatte und weil ich wusste, dass mir diese Passage wirklich gelungen war. Ich setzte mich hin, um mir Notizen zu machen, aber ich hatte keine Erinnerungen mehr an diese Textpassage. Es war offensichtlich, dass das Kapitel Nkwongos Schicksal durch den Blitzschlag nicht nur von meinem iPad, sondern auch aus meinem Gedächtnis gelöscht worden war. Ich berichtete Bongo Naku von den dramatischen Ereignissen und er schlug mir vor, im Nachbardorf einen Sangoma aufzusuchen, der mir sicher sagen könne, was bei diesem Gewitter tatsächlich passiert war. Natürlich war ich skeptisch, aber nachdem der Sangoma für eine Kurzdiagnose nur 50 Rand, also etwa 3,50 Euro verlangte, willigte ich ein. Auf dem Weg erzählte mir Bongo Naku, dass die Mutter des Sangoma bei dessen Geburt vom Blitz erschlagen worden war und er aus diesem Grund ein Spezialist in Sachen Blitzschlag sei. Mir lief es kalt den Rücken hinunter. Mit einem mulmigen Gefühl im Bauch betrat ich die Hütte, in der es säuerlich roch. Es war der typische Geruch des Umkwomboti, des traditionell gebrauten Kossa-Biers, das in einer blauen Plastikkanne neben dem Sangoma stand. Der Sangoma war ein alter Mann, der mit geschlossenen Augen am Lehmboden saß und dessen Oberkörper mit einem Ziegenfell bedeckt war. Nachdem ich mich ihm gegenüber auf den Boden gesetzt hatte, öffnete er die Augen und sah mich lange prüfend an. Ich fühlte mich nicht wohl in meiner Haut, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte. Aus einer kleinen Holzkiste holte der Sangoma einen Lederbeutel hervor und deutete mir, meine Hände zu öffnen. Er leerte den Inhalt des Beutels auf meine Handflächen und ich konnte Muscheln, Vogelkrallen, einen Würfel, eine winzige Puppe, Federn und Steine erkennen. Bestimmte Objekte konnte ich nicht identifizieren. Der Sangoma murmelte mit geschlossenen Augen eine Beschwörungsformel und Bongo Naku flüsterte mir zu, ich müsse die Gegenstände anhauchen, um sie mit meinem Geist zu beseelen. Dann sollte ich sie auf das Stück Stoff werfen, das der Sangoma vor sich ausgebreitet hatte. In der Mitte der Hütte sah ich auf dem Boden einen schwarzen Fleck und ich fragte mich,
ob er vom Blitzschlag stammte, der die Mutter des Sangoma bei dessen Geburt getötet hatte. Ich folgte Bongonakus Anweisungen und leerte die Gegenstände auf den Stoff. Die schönste Muschel und die kleine Puppe fielen daneben. Mit halbgeschlossenen Augen betrachtete der Sangoma das Bild. Dann griff er nach meinen Händen. Seine Hände waren rau, aber so wie er meine Hände hielt, wusste ich, dass ich ihm vertrauen konnte. Es dauerte lange, bis er zu sprechen begann. Ich sah, dass der Sangoma kaum noch Zähne hatte. Bongonako übersetzte: Die Muschel bedeutet, dass du kürzlich etwas verloren hast, was nur von materiellem Wert ist und keine weitere Bedeutung hat. Die kleine Puppe aber bedeutet, dass du einmal etwas Unwiederbringliches verloren hast, das dir immer noch großen Schmerz bereitet. Ich dachte an unseren toten Sohn und begann zu weinen. Tränen liefen über meine Wangen, während der Sangoma leise einen Sprechgesang intonierte. Dabei bewegte er seinen Oberkörper langsam vor und zurück. Nachdem ich mich wieder einigermaßen beruhigt hatte, zahlte ich dem Sangoma die vereinbarten 50 Rand und Bongonako und ich verließen die Hütte. Was aus Abayomi Nkwongu und seinen Kindern Ayesha und Anikulapo geworden war, konnte mir der Sangoma aber auch nicht sagen. Es ist wirklich skurril, aber in jedem meiner Bücher wird an irgendeiner Stelle gefurzt. Ich weiß nicht, das müsste man nochmal, vielleicht kann man mal das Institut für Germanistik beauftragen, dass sie da eine Studie machen zu dem Thema. Immer wieder war sie im Geiste die möglichen Szenarien durchgegangen und am Ende musste sie sich eingestehen, dass sie wahrscheinlich eine viel zu schlechte Lügnerin war, um die Beamten der Einsatzgruppe täuschen zu können. Im Augenblick hatte sie alles vergessen, was sie sich an Erklärungen zurechtgelegt hatte. Irgendwo im Haus schrie ein Baby. Es nützt nichts, sagte sich Barbara Thaler und stand auf. Sie richtete sich ihr Kleid und ging ins WC, wo sie einen Kontrollblick in den Spiegel warf. Ich sehe ja fürchterlich aus, dachte sie deprimiert. Um Punkt 4 Uhr früh verließ sie ihr Büro und ging leise die Treppe hinunter. Sie öffnete die Haustüre des Flüchtlingsheims, weil sie dachte, dass es besser wäre, die Beamten gleich hier über das Verschwinden Nkwongus und seiner Kinder zu informieren. Auf den weiteren Verlauf der Geschehnisse würde sie ohnehin keinen Einfluss mehr haben. Der Vollmond leuchtete hell und Barbara Thaler fragte sich, ob Nkwongus Frau, sofern sie noch am Leben war, ebenfalls diesen Mond sehen konnte. Es war bereits 4:05 und in einem Anflug von Euphorie dachte Barbara Thaler schon, dass die Behörden vielleicht auf Nkwongu vergessen hatten. Aber diese Hoffnung erfüllte sich nicht, denn 3 Minuten später bogen 2 Fahrzeuge mit getönten Scheiben von der Straße ein und blieben direkt vor dem Flüchtlingsheim stehen. Barbara Thalers Knie begannen zu zittern und sie war sich sicher, dass die Beamten sie sofort verhaften würden. Aber noch war es nicht so weit. Aus dem ersten Wagen stiegen ein Mann und eine Frau aus. Beide trugen Zivilkleider und beide waren unbewaffnet, wie vom persönlichen Referenten der Innenministerin angekündigt. Das Fenster des zweiten Wagens wurde auf der Fahrerseite geöffnet, weil der Lenker eine Zigarette rauchen wollte. Die Beamtin und ihr Begleiter waren erstaunlich jung. Wahrscheinlich hatten sie ihre Ausbildung gerade erst beendet und waren deshalb für diesen eher unspektakulären Einsatz ausgewählt worden. Sicher hätten sie sich lieber von einem Hubschrauber abgeseilt und ein paar Terroristen erschossen, statt einen nigerianischen Flüchtling mit 2 Kindern in Gewahrsam zu nehmen. Karin Novak stellte sich die junge Frau vor. Ihr Händedruck war lasch und unverbindlich. Ihr Kollege, der sich mit Peter Schubert vorstellte, hatte einen festen Händedruck, der wahrscheinlich zum Ausdruck bringen sollte, dass er alles fest im Griff hatte. Karin Novak reichte Barbara Thaler eine Klarsichtfolie, in der sich mehrere Formulare befanden. Hier sind die Papiere, bitte kontrollieren Sie, ob die Angaben stimmen. Barbara Thaler holte das erste Blatt heraus und stutzte. Der Name des Flüchtlings, der abgeholt werden sollte, war auf dem Formular mit John Kwongo angegeben. Natürlich wusste sie aus eigener Erfahrung, dass es wegen der verschiedenen Schreibweisen der Namen von Flüchtlingen aus arabischen und afrikanischen Ländern immer wieder zu Verwechslungen kam und dass einzelne Personen wegen falsch transkribierter Namen vom System auch gar nicht erfasst wurden, aber dass man aus Abayomi in Kwongo einen John Kwongo gemacht hatte,
überraschte sie dann doch einigermaßen. Aber nicht nur sein falsch geschriebener Name, auch Nkwongus Geburtsdatum irritierte Barbara Thaler. Es war mit 1. Januar 1990 angegeben. Es war allgemein bekannt, dass Flüchtlinge ohne Papiere oft behaupteten, an einem 1. Januar geboren zu sein, weil man sich dieses Datum besser merken konnte als zum Beispiel einen 17. März oder einen 28. September, von einem 30. Februar ganz zu schweigen. Hier fehlt ein Teil des Manuskripts. Zero, three, nowhere, ship, ship.